Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die My Little Sommerbox bzw. Doppelbox Sommer-Herbst 2024, also August-September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und ich habe sie zweimal zugeschickt bekommen, einmal die und die andere liegt da hinten. Und da darf ich dann jetzt auch eine an euch wieder verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Ja, normalerweise ist es eine Box, die halt monatlich erscheint, 19,90 € pro Box und pro Monat kostet. Und wir haben immer eine Beauty-Geschichte drin mit zwei Beauty-Accessoires oder Trend-Accessoires und drei Beauty-Produkten an sich. Ne? Und ihr könnt diese Doppelbox auch für 29,90 € bekommen mit meinem Code LittleClaudySummer. Denn dadurch bekommt ihr 10 € Rabatt. Normalerweise kostet die nämlich 39,90 € und wir haben hier Produkte im Warenwert von 150 € drin enthalten. Und jetzt schnacken wir nicht lange weiter. Wir wollen jetzt hier mal zusammen reingucken, denn es ist immer dieses Liebevolle, was mich bei der My Little Box auch immer echt reizt und was mich auch so, ich weiß nicht, es hüllt mich einfach ein und es macht mich wohlig, es gibt mir ein schönes Gefühl und das finde ich bei der My Little Box halt immer richtig schön. Ne? Back in Town ist hier wohl das Motto, also ja, nachdem wir alle um die Welt gereist sind, ich so gar nicht, ist man wieder back in town, also wieder zurück. Oh, hier steht auch ein bisschen was drin. Kaum aus dem Urlaub zurück, hast du schon wieder 50 Dinge auf der To-Do-Liste. Ja. Und es ist nichts zu machen. Die September-Termine sind fix. Aber auch, wenn die Tage langsam kürzer werden, du bleibst die Queen deines Terminkalenders und hast alles im Griff. Alles ist möglich. Schöne Begegnungen, unerwartete Wiedersehen und wundervolle Zufälle. Eben Herbstvorfreude pur. Bist du dabei? Leute, ich bin ganz ehrlich, ich hüpfe ja eh generell immer so zwischen den Jahreszeiten für mich hin und her. Ne? Gefühlsmäßig bin ich eigentlich noch voll im Sommer. Also das ist, auch wenn ich mir denke, das ist schon viel zu schnell wieder Sommer geworden. Das heißt, eigentlich hänge ich noch irgendwie im Frühling. Genieße aber den Sommer. Mache aber hier Adventskalender-Unboxings, weswegen ich so ein bisschen auch in Winterlaune bin und in Weihnachtsstimmung. Also der Herbst ist für mich fast nicht existent, weil da tatsächlich schon für mich so die Weihnachtszeit da ist. Das ist so weird bei mir. Solltest du Bock haben, mich auf meiner verrückten Reise zu begleiten, abonniere mich sehr, sehr gerne übrigens. Genau, so, was wir hier drin haben, die Box ist immer so schön gestaltet von innen, ist hier eine Tasche. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und die riecht intensiv, oh mein Gott. Dann steht hier auch was auf Französisch drauf, das kann ich jetzt so nicht lesen, aber das ist, glaube ich, das, was wir hier unten übersetzt bekommen haben. Und das sieht von innen, also das haben die echt schön immer gemacht, ne? Die bedrucken die Kartons, die gestalten das immer richtig schön. Du hast halt wirklich so eine Gedankenreise und das mag ich einfach bei der My Little Box jedes Mal aufs Neue. Mensch, so, zuallererst diese Tasche, gefällt mir, ist hochwertig. Diese Kombination aus Orange und Rosa, ist speziell, aber ich finde es schön. Und ja, hier kannst du die Tasche dann auch ganz entspannt am Henkel tragen, wenn man das so möchte. Ja. Und hier steht Dream Big Maxi Pochette. Eine Seite, dann haben wir es auch auf Deutsch, Entschuldigung. Deine Pochette für große Ideen. In diese Maxi-Pochette, Täschchen auf Französisch, gleich 100% more chic, passen alle Essentials für den Spätsommer. Die knallige Farbe sorgt für einen Auftritt mit Bäm. Ja. Also ich würde die einfach als Kosmetiktasche nehmen, ne? Also jetzt nicht so als Handtasche, dafür ist die mir, glaube ich, einfach zu unhandlich. Ich hänge mir einfach immer gerne Crossbody was über. Und wir haben hier von innen auch wirklich, das ist richtig, richtig, richtig gut gemacht, ne? Du hast hier so ein Futter richtig mit drin. Also schön ist es auf jeden Fall. Es sind jetzt keine Innentaschen drin enthalten, aber ich sehe hier schon direkt allerhand. Okay, Leute. Eins vorab, habe ich eben per E-Mail gelesen, ein Produkt fehlt, das kommt dann in der Oktoberbox zu uns. Und zwar ist es so eine goldene Haarklammer. Die hat es irgendwie noch nicht in die Box geschafft, einfach weil die Lieferung sich verzögert hat. Das heißt, die Abonnenten bekommen es einfach nochmal nachgeschickt. Und ab Oktober ist dann auch wieder alles normal und regelmäßig von den Lieferzeiträumen her, ne? Okay, also als erstes habe ich hier, also eigentlich als zweites, Walk with me, Chaussette toujours prête. Das sind Söckchen, Leute. Mit einem Bein schon im Herbst, aber niemals kalte Füße. Rock die Socken. Mit diesen bunten, weichen Socken wird jedes Herbstdate ein Hot Date. Sehen, was mein Freund dazu sagt, ne? Dass wir jetzt ein Hot Date haben werden. Dann kriegt Julius doch demnächst noch sehr, sehr bald Geschwister. Vielleicht, man weiß es nicht. Naja, ja, ich mache sie jetzt mal auf. Ich mag gerne Socken. Ich finde Socken in Adventskalendern, in Boxen immer total super, weil ich trage viel Socken.
Aber, Fun Fact, ich habe Größe 41. Dann ist immer die Frage, passen sie mir? Ich halte sie kurz an meinen Fuß. Nee, die sind mir viel zu klein. Guck mal, das geht nicht. Also die Hacke, ne, da muss ich halt hier ganz einen auf Aschenputtel machen. Das wird nichts mit uns beiden. Nein, also die werden weiter wandern. Schade, Schokolade. Ja, ne? Und jetzt zu denen, ich glaube, das ist dann für meine Füße auch nicht ganz so bequem. Schade. Schade. Aber ich glaube zum Beispiel Nicole schickt das Place, die hat ja relativ kleine Füße, die freut sich darüber. Ne? Wir machen jetzt mal weiter mit den Beauty-Produkten. Da habe ich hier von Terre de Mar eine Body and Hand Nourishing Milk. Nee, ich weiß nicht, riechst du so? Das ist die Nummer 11, ne? Schaut einmal so aus. Und die ist auch made in France. Und wir haben halt wirklich auch oft französische Marken hier drin. Und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, ne? Körpereincreme mache ich jeden Abend, also sowas ist bei mir halt auch wirklich ruckzuck leer. Dann habe ich hier was von Essence drin, nicht unbedingt eine französische Marke, aber ich glaube auch französische Drogerien führen sie. Baby Got Blush, das Liquid Blush in der Originalgröße, Pinkalicious. Ich glaube, ich habe die orangene Variante davon. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich nice. Ich habe ja, ich glaube bei der Juni, Juli, August habe ich, glaube ich, gesagt, dass mir zu wenig dekorative Kosmetik drin ist. Ich glaube, hier bekomme ich jetzt ein bisschen mehr und das freut mich. Also sowas kann ich ganz gut auch in mein Full-Face-Beauty-Box mit aufnehmen. Das ist so ein Format, was ich filme. Sobald ich genug von verschiedenen Boxen zusammen habe, schminke ich ein Full-Face, um dann einfach mal zu testen, ob die Produkte es auch wirklich drauf haben. Genau, hier habe ich noch was von Essence drin. Wie finde ich das? Muss ich gleich nochmal gucken. Brow Lifting Gel Set Extreme Hold 12 Gramm. Eieiei, da kommst du ewig und drei Tage mit aus. Ich habe das ja schon mal online gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Oschi ist. Guck mal, das ist riesig. Das ist wirklich riesig. Gut finde ich definitiv, dass wir das in Transparent hier drin haben. Ich glaube, das gibt es auch nur in Transparent, sodass auch eigentlich jede Haarfarbe das tragen kann, ne? Also ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass die halt nur ein Essence-Produkt hier reingepackt hätten und ein dekoratives Kosmetikprodukt vielleicht von einer etwas hochpreisigeren Marke. Denn normalerweise wünsche ich persönlich mir in der My Little Box halt auch so ein bisschen ausgefallenere Marken als das, was ich jetzt so mal eben in der Drogerie finde. Ne? Okay, wie hier zum Beispiel Wild Science Lab. Genau, Juice Boost Brightening Serum mit Vitamin C und Hyaluronsäure, Root and Fruit Skincare Collection, alles klar, 30 Milliliter. Das ist eine Marke, die man halt nicht so super krass kennt. Es passt farblich, genauso wie Blush und Augenbrauengel halt auch zum hier, ne, zur Farbe von der Tasche. Das finde ich sehr schön abgestimmt und auch mit den Socken passt das ganz gut zusammen. Und definitiv auch ein Produkt, was man halt so in der generellen Gesichtspflegeroutine mit drin haben kann. Und ich mag sehr, sehr gerne Vitamin C, verwende auch schon seit Monaten jeden Morgen immer wieder ein Vitamin C Serum. Und ich finde, das bringt meine Haut auch ein bisschen mehr zum Strahlen. Ne? Auch wenn ich heute, ich habe heute wirklich einen Tag gehabt, Leute, er war hart, er war richtig krass. Es ist jetzt 10 Uhr abends, wo ich drehe und ich gönne mir jetzt quasi einfach mal einen Moment, dass ich hier sitzen kann, filmen kann, drehen kann. Alle sind im Bett, also ja, Julius ist im Bett, aber mein Freund ist halt noch nicht im Bett, aber ne, dass ich halt einfach mal so ein bisschen für mich Zeit habe und ne, ha, das ist schön. Okay, ja, auf jeden Fall, Vitamin C regelt bei mir halt echt viel. Gut, weiter geht die Bilderreise. Hier haben wir nochmal was mit Vitamin C und zwar eine Tagescreme von No Cosmetics. Ohne Parfum ist das. 5% Vitamin C sind hier drin und fermentiertes Camellia-Öl, also Kamillenöl müsste das sein. Und Bioflavonoid schützt vor freien Radikalen, unterstützt die Hautregeneration. Jo, 50 Milliliter, das ist wirklich auch eine gute Größe. Ne? No Cosmetics, auch das eigentlich eher eine Drogeriemarke, aber ich glaube eine relativ beliebte Marke. Und ja, haben wir ein Vitamin C Serum und eine Vitamin C Creme. Ich glaube, das freut viele, dass man das auch so mit drin hat, oder? Schreibt das gerne sowieso in die Kommentare, wie ihr die Produkte und die Box immer so findet. Ich persönlich habe von No Cosmetics, was Gesichtspflege angeht, noch gar nicht so viel verwendet und höre da immer wieder auch so geteilte Meinungen. Manche feiern das halt richtig hardcore und manche sagen, nicht so unbedingt. Weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Und du riechst so, ja, Skin Research Provence Rose Facial Cleansing Bar. Oh mein Gott, 100 Gramm, das riecht wie ein Raumduft. Ich sag's euch, diese Rose, die habe ich ja durch die Tasche durchgerochen. Die ganze Tasche riecht so, das ist wahnsinnig krass. Leute, die keine Rose mögen, werden schreien, davonlaufen. Ich feiere das.
wirklich toll. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt zum Gesicht reinigen nehmen würde oder ob ich das für die Handreinigung nehme, zum Pinsel reinigen. Das muss man dann einfach mal gucken, wie mein Gesicht auch darauf reagiert, weil ich bin ja wirklich ein Sensibelchen. Ich habe hier so eine Dalton-Woche aktuell am Laufen. Schaut da gerne mal vorbei. Habe ich ein Video gedreht, da sind diese wunderschönen Mädels nämlich diese Woche mit mir am Start. Heute ist Donnerstag. Heute geht das Video... Nee, heute ist Mittwoch. Was ist heute für ein Tag? Mittwoch, ne? Ja. Heute geht das Video von Melli online zur normalen Haut. Genau. Schaut gerne mal bei Melli vorbei. Und wie gesagt, Dalton-Woche habe ich euch eingeblendet und aktuell gibt es 20% Rabatt bei Dalton mit Beauty Claudi, wenn ihr möchtet. Gönnt euch hart. Auf jeden Fall bin ich ein Sensibelchen, verwende Produkte für sensible Haut, also sehr sanfte und milde Pflegeprodukte. Und da muss ich einfach gucken, wie meine Haut darauf reagiert. Das ist immer die Sache bei Gesichtspflege, Gesichtsreinigung, dass ich immer erst so ein bisschen das Ganze anteste. Und das ist nun schon wieder die Box gewesen. Wie gesagt, also ich persönlich vermisse eigentlich aufgrund dem normalen Rhythmus ein weiteres Accessoire, ne? Weil wir haben ja normalerweise zwei Accessoires, also hätten wir jetzt vier drin haben müssen. Und von den normal vieren sind ja eigentlich nur drei drin, wovon eins nicht geliefert wurde. Das finde ich schade. Dennoch finde ich, dass die dekorative Kosmetik sehr schön ist, weil ich persönlich einfach das Empfinden habe, dass alle diese Produkte auch verwenden können. Sowohl ein Liquid Blush, der wirklich meiner Meinung nach auch in einer relativ universellen Farbe ist, ne, als auch ein transparentes Augenbrauengel, was ich immer wieder predige, was ich einfach großartig in Beautyboxen so drin finde. Genau wie ein Primer, Mascara und so. Ne, halt so Universalprodukte oder ein Puder. Und richtig gut finde ich auch, dass wir hier Vitamin C sowohl als Creme als auch als Serum haben, weil das sehr, sehr toll für die Haut ist. Also ein richtig guter Wirkstoff. Eine Bodylotion können wir alle gut gebrauchen und auch eine Gesichtsreinigung ist einfach unablässlich, weil wir brauchen jeden Tag mindestens zweimal eine Gesichtsreinigung. Morgens, wenn wir aufstehen, abends, wenn wir uns abschminken und ins Bett gehen, macht das durchaus Sinn. Also schon brauchbare Produkte. Ich bin aber von dieser Box nicht so ultimativ geflasht, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir halt einfach zwei Essence-Produkte drin haben. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne diese Box abonnieren. Jetzt aktuell das Angebot, dass ihr 10 Euro Rabatt bekommt mit Little Cloudy Summer. Das ist mein Code, den es halt für die Doppelbox gibt. Und genau, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.